Was geht ab, meine lieben Freunde? Ihr wisst, es ist wieder soweit. Die Kamera ist draußen. Wir sind unterwegs mit dem aller echten. Beim letzten Mal Hertha Union, da hatte ich eigentlich auch meine Kamera dabei. Habe ich auch morgens so ein bisschen Vlog-Mäßig gemacht. Instinktiv dann entschieden, aber die Kamera in der Kurve nicht auszupacken, weil die haben einen schon wirklich... Die wollen ein Gefühl schon schlagen, wenn man Handykamera ausgepackt hat. Kann man ja verstehen, jeder will anonym bleiben. Wahrscheinlich keine schlechte Entscheidung, wenn man gesehen hat, wie das Spiel dann ausgegangen ist am Ende. Aber die Stimmung, die in der Kurve da herrschte, das war geisteskrank. Heute nicht in der Kurve, heute Ehrenaktion von Hertha BSC eSports. Die Cousins haben mich nämlich eingeladen. Ehrenkarte, durfte auch einen Kollegen mitnehmen. Es wird Stevie Wonder sein, ihr kennt ihn schon aus Barcelona. Der Junge hat immer einen Blick auf die Street und einen Blick ins Geschehen. Es ist auch so ein bisschen Do-or-Die-Moment für Hertha. Wenn heute Hertha nämlich gewinnt, dann hat man wirklich einen guten Abstand jetzt gemacht in Richtung Relegation. Wenn man heute X spielt, ist auch nicht zu schlecht. Das ist mein persönlicher Tipp. Ich glaube, das wird ein 1-1 oder so. Ist auch eh eine Herzensangelegenheit für mich. Bei Stuttgart spielt der Bredlo. Der Brother war in der Oberschulzeit einfach genau das Klassenzimmer nebenan. Ich wollte auch Torwart-Profi werden damals. Der hat mir einige wilde Tipps gegeben, die mir nichts gebracht haben am Ende des Tages. Aber ihm sieht man ja am Ergebnis, wo er jetzt ist. Aber ja, also persönliche Feelings muss man aber beiseite packen hier. Es ist ein eiskalter, harter Kampf, der da hinten ist. Mal schauen wir, was passiert. Wenn du willst, kannst du diesen ein bisschen lauter machen. So, jetzt sind wir am Alexa angekommen. Viele verstrahlte Menschen hier am Alexanderplatz, Alter. Wir treffen jetzt gleich Stevie Wonder. Der kommt mit der U-Bahn an. Schauen wir mal, ob der uns sieht. Weil sehen ist nicht so seine Stärke. Riechen ist seine Stärke. Wenigstens scheint die Sonne, Alter. Ich hoffe, es wird ein nice Spiel. Ich wünsche mir wirklich sehr einen Sieg. Mister. Comeback in die Splash-Vlogs hier, der junge Mann. Schaust du einmal bitte in die Kamera? Wie geht's dir? Alles gut? Direkt zum Anfang, einmal ein HOE. HOE. Und was ist dein Ergebnis heute? 3-1 Hertha. 3-1 Hertha? Krass, ja ey, 3-1 ist drin. Ich glaube, es wird ein 1-1 heute. Ich glaube, es wird nix. Aber ich wünsche mir einen Sieg, Mann. Herzensangelegenheit. Bredlo spielt auch dort. Wäre geil, wenn er spielen würde, aber ich glaube heute auf jeden Fall nicht. Ich hatte nochmal vorher mit ihm geschrieben, wir sehen ihn auch nach dem Spiel. Er meinte, wenn es sehr schlecht läuft für die, dann kann er nur ganz kurz halt, ne? Ich würde sagen, als allererstes gehen wir erstmal ein Stückchen Wasser trinken, oder? Der wurde schon geköpft sogar, also das Wasser. Nicht geköpft, sondern nur aufgemacht quasi. Also ein paar Schlückchen Wasser sind getrunken. Jetzt geht's in Richtung Five Guys. Ich kann es schon von früher aus Amerika ein paar Mal dort gewesen. In Deutschland ist es zerrissen teuer. Aber trotzdem Bock, den Scheiß nochmal auszuchecken. War schon relativ lange nicht mehr da. Also let's get it. Für Stevie ist ein First Timer. Ist ja mal sehr wichtig. Da kann man alle Getränke aussuchen. Kennst du diese Automaten? Nein. Oh, das wirst du feiern. Da kannst du alles. Feierst du so Cola Cherry und sowas? Nee, gar nicht. Gar nicht? Aber irgendwelche verschiedenen Geschmackssorten von Cola? Mag Eistee. Eistee gibt es auch alle. Alle Eistee. Wirklich sehr große Auswahl. Zumindest in Amerika, was das ist. Powerade. Ach so, Order hier. Komm, ich bin hier. Das ist ja sehr stark. Wir teilen uns Pommes, ja. Und du, aber dann feierst du nicht, wenn wir manchmal aus Versehen unsere Hände sich berühren. Aber du willst, dass wir uns Pommes teilen? Lass doch mal in die Augen gucken. Kurzes Statement zu Five Guys. Also gerade preislich nicht empfehlbar. Ganz, ganz katastrophale Preise. Aber geschmacklich, der Cheeseburger, muss ich sagen, ey, der war lecker wieder. Pommes haben wir so Würzpommes genommen. Die waren ein bisschen zu krass, ein bisschen zu viel gewürzt. Irgendwie so hat es nicht mehr geknallt nach so 3, 4, 4, 5 Pommes. War okay, gibt schlimmere Pommes. Das ist Meckern auf hohem Niveau, aber Preise wirklich, padam. Eine Frage möchte ich dir auf jeden Fall stellen, Stevie. Du bist ein langjähriger Hertha-Fan. Und diese Frage ist, hätte Hertha jetzt an einer anderen Tabellenposition sitzen können, wenn Lars Windhorst nicht gegeiert hätte und 500 Mio reingeknallt hätte? Boah, nee, definitiv nicht, weil es wurde einfach damn schlecht gewirtschaftet. Ich finde, er hat gegeiert. Ich finde, er hätte ruhig nochmal 200 rauszücken können. Weil ganz ehrlich, Toussaint, Schnäppchen, preislich. Alles, was wir geholt haben, war Schnäppchen. Er soll mal nicht so geiern. Guck mal, wie viel gibt denn jetzt, wir sind Hauptstadtclub am in Köln. Wie viel gibt denn Man City jetzt für Haaland aus? Die Gäste sind komplett Bengalos. Und jetzt geht's los! Anpfiff in Berlin! Tschalalala!
schon direkt arbeiten hier, ey. Digga, Davy hat direkt geknallt. Der Bre hat gerade sein Handy verloren, haben wir ihm zurückgegeben. Andere Leute hätten eingesteckt. Digga. Andere Leute, wir hatten auf einmal Handy. Fußballgott! Oh, oh, ey! Hertha BSC! Die Flagge kam von unserer Nummer 21, Marvin! Blatternan! Fußballgott! Unsere Nummer 7, Davy! Selke! 16. Spielminute. Hertha wirklich stark bislang. Drei gefährliche Angriffe, kann man fast sagen. Tor kam über Blatternan, Selke. VAR musste prüfen. Hätte mich gewundert, wenn es nicht gezählt hätte, aber die haben es erstmal weggenommen und haben gesagt, es war abseits. Keiner kennt Davy ein Tor. Nee. Wenn er trifft, Digga, dann trifft er Yaseleme. Digga, dann trifft er Yaseleme. VR kommt und sagt, Entschuldigung, war es Davy? Davy. Geh. Schmuggler. Ey! War ein Foul! Wenn so spannend ist, so, weißt du, die Sitzung. Die Jungs spielen echt gerade guten Fußball, Mann. Die kämpfen, die schmeißen sich vor den Ball rein, Digga. Hertha, kämpft mal. Nein! Nein! Oh, war das schön gespielt. Jetzt geht hier die zweite Halbzeit gleich los. 1-0 Führung für Hertha zur Halbzeit. Schauen wir, ob der Hauptstadtclub heute die drei Zähler mitnehmen kann und einen wahnsinnig großen Schritt in Richtung Klassenerhalt macht heute. Einen wahnsinnig großen Schritt, wenn denn heute die drei Punkte fit werden. 50. Minute, immer noch 1-0. Wird eine spannende zweite Halbzeit, da können wir uns sicher sein. Das ist krass. Polnische Nation. Dass wir ihn auch schon an Dortmund 2 abgegeben haben. Was ist das? 63. Spielminute, Doppelwechsel bei Hertha. Belfodil und Mittelstädt kommen rein. Schauen wir mal, wer runtergeht. Man muss sagen, jetzt so ab der 50. Minute hat eigentlich Stuttgart das Spiel bislang gemacht. Hertha muss auf jeden Fall aufpassen. Die sind gefühlt sehr defensiv Aufstellung jetzt gegangen. Nach vorne hin kam wirklich so gut wie gar nichts. Aber wir brauchen das Spiel! Wir brauchen das Spiel! Oh! Ishak! Lack Belfodil! So, die Schlussphase bricht an im Olympiastadion. Immer noch 1-0 für Hertha. Haben jetzt auch dann keine zu wilden Torchancen auch mehr anbrennen lassen. Sieht so aus, als könnte man es über die Bühne bringen. Im 1-0 dreckig, aber ihr wisst, Hertha auch Patient teilweise, dass sie spät nochmal ein Tor passieren. Kamera wurde wieder mal wirklich bis zur letzten Sekunde aufgebraucht. Ja, wir sind jetzt bei 5%, aber wir haben es geschafft. Leider Fabi nicht mehr erwischt. Er meinte auch, wenn es eine Niederlage wird, dann kann es sein, dass sie direkt in die Kabine müssen. Ich meine, ist auch eine schwierige Situation gerade für die. Es war ein auch sehr, 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 sehr wichtiges Spiel für die. Von daher kann man absolut verstehen. Für Hertha, boah, meine Güte, jetzt hat man ein bisschen Luft. Nächste Woche dann auch Bielefeld. Dann muss man wirklich auch mal Hertha auf die Schulter klopfen und sagen, ey,
am Ende der Saison seid ihr wenigstens Klatscher in der Köln. Wenn wir das andersrum sehen wie bei Hamburg, die immer ganze Saison eigentlich stabil spielen, außer dann im April komplett abkacken, dann nimmt man lieber die Hertha. Wir verlieren ganze Saison, aber dann letzten Monat Klatschmode aktiviert. Danke an dieser Stelle nochmal an Hertha BSC. Und nächste Woche Samstag kommt dann der nächste Vlog. Dann sind wir nämlich in Bielefeld. Let's go. Ooh, is you trying to smoke?